den Alex für Bute. Werte Wendehälse, Verwendungszusager, Zauderer und Geldverschleuderer, mit einem Wort, ehrenwerte Politiker, liebe Leidgenossen, werte Fischgäste, hoch die Tassen! Es freut mich, dass alle so da seid, so zahlreich. Ja, und alle Achtung natürlich, dass die Ehrengäste so zahlreich erschienen sind und sich jetzt mit Freude von uns in die Pfanne hauen lassen. Schön, dass ihr da seid. Ist euch was aufgefallen? Der Boden, auf dem wir alle stehen, da stimmt was nicht. Da sind lauter Löcher. Da zum Beispiel sehe ich gerade einen Riesenkurs. Apicello. Hallo, ist da wer am Grab oder was? Und da ein Hypolo. Na gewaltig. Da sehe ich schon mit bis auf Australien. Ja. Na schon, jetzt sehe ich es ja. Hallo. Jetzt hat man gerade eine Avaritschine umgebunken. Ah, der Andreas Mölzer. Wird meinen, dass das vielleicht einer von einem Negerkonglomerat ist. Ja, ja, Bildschwarz ist der alle Mann. Hallo, aber Ritschene, komm um auf ein Bier, Mann. Das hört der gar nicht. Wir müssen mal telefonieren. Aber bei den ganzen Löchern, die da sind, bin ich mir sicher, dass auch ein Funkloch ist. Also mit Telefonieren ist auch nichts, aber ist vielleicht auch ganz gut. Hoch da mal die NSA nicht mit, gell? Und da, was sehe ich da? Ein Datenloch. Und da ein Tatenloch. Löcher übereinander. Ja, wie die Mikado-Stabler. Kennst du das Politiker-Mikado? Das ist so ähnlich wie Ochsenberg um. Wer sich in der Politik als Erster bewegt, der hat verloren. Ja. Über die Löcher. Und über die Löcher gemacht haben, da wird es heute vom Bock noch mehr hören. Und ich darf das sagen, weil ich bin der Bock. Fangen wir mal an, bei Bundesebene zu loben. Gell? Also, amüsiert hat mich das schon, gell? Wie unser Bundesheinzi, der Bundespräsident, gesagt hat, wir wünschen unserer neuen Regierung Glück. Geben wir ihnen eine Chance. Jetzt wollen wir mal ganz ehrlich. Entschuldigung, hat er nicht gemerkt, dass da genau die gleichen Leute, genau in den gleichen Positionen, vor 5 Jahren schon da gewesen sind? Aber gut, das mag sein, weil wenn einer 5 Jahre lang nichts tut, dann fällt er 5 Jahre lang nicht auf. So ist es. So, yes we can, heißt auf gut Österreichisch übersetzt, wir kanterten, wenn man will. So, aber dafür haben wir ein neues Sparpaket, ist euch das schon aufgefallen? Das heißt so Sparpaket, weil die Bürger etwas sparen müssen fürs Paket. Naja, so schaut das aus. Aber wir haben die Trendwende geschafft, meint der Finanzminister. Ja, das kann ja schon sagen, was da passiert. Mehr Steuern, mehr Zinsen, mehr Schulden. Gut, aber der Spindi hat ja nicht gelogen. Er hat ja nur von einer Wende gesprochen. Also, dass sich das in die Richtung wendet, das ist ja auch noch nicht, oder? Und deswegen, meine Damen und Herren, müssen die Pensionen reformiert werden und anfangen tun wir. Haben wir schon richtig bei den EPPler und bei den Postler. Stellt euch vor, die dürfen erst jetzt mit 54 Jahren in die Renten gehen. Das ist ja furchtbar. Ja, und bei den Luxuspensionen, da wird einmal schon richtig gekürzt. Ja, ja. Da gibt es ja Nationalbänkler,
den 39.000 Euro im Monat einstreichen. Das kommt jetzt nicht mehr in Frage. Die Regierung greift durch und kürzt aber schon wir mit ein paar Prozenten. Ja, also die sind jetzt auch nicht mehr so weit weg von den 1.100 Euro, die der österreichische Durchschnittsrentner kriegt. So schaut's aus. Und auch in der Bildung, da lässt die Regierung einfach nichts anbrennen. Na, ganz sicher nicht. Die Honig-Heisek, oder wie heißt sie gegitscht? Honig-Heisek, gell? Die hat gesagt, stopp zu Pisa. Ja, und wisst ihr warum? Weil im Ministerium so viele Daten verschwinden. Gut, man hätte jetzt eigentlich das Datenloch stopfen können, gell? Nein, das ist ja Bundesministerin. Die packt das Thema bei der Wurzel. Denn die sichersten Daten sind allerweil nur die gehen in Dosen. Und für uns Österreicher ist das auch eine Freude, weil wir können bei der nächsten Visa-Studie nicht weiter abstürzen. Das ist gescheit, aber feig. Die Pisa werden ab in Ferne verschwinden und den Schülern nach und nach die Bildungslichter verdimmen. Ihre Augen haben schon jede Hoffnung ganz verloren. Nur von fern klingt monoton die OECD in den Ohren. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, liegen darunter verborgen. Und dann wird, was euch groß und wichtig erscheint, plötzlich nicht so klar. Das sage ich wiederholen. So, also meine lieben Herrschaften, das war es jetzt mit der Politik. Jetzt kommen wir zum HC. Wo hockt er denn? Hab's überhaupt reinlassen da? Da, ich sag gerne auf, er lacht lieb. Servus. Du, hätte ich fast gar nicht kennen. Nein, auf den Plakaten, die jetzt übereinander hängen, da schaust du so glatt, so gebügelt, so gestylt aus. Na wirklich, da haben sie die ganz schön zusammenretuschiert, oder? Na, weil ich die lieben, das Krierball mag ich so gern. Na, die Lachfalten und die Zuhrenwinkel sind alle weg. Das hat kein Schwefel besser. Also, meine Lieben, HC Strache, der Frustkönig der Österreicher auf Nummer 1 in der Umfrage. Na, da erfreut sich einer höchster Beliebtheit. Na, das tut mir gut, oder wo das mein Applaus? Danke, das frei. So, ja, meine Lieben. Ja, das ist jetzt schon gut, das könnt ihr nachher dann machen. Die so laut schreien, die lassen alle Helfer schnapsen. Gerzi, wo hast denn du überhaupt noch Geld? Man muss ja so viel lernen noch. Also, ich sag euch eins, gegen die große Koalition gewinnen, das ist ja eigentlich einfach, oder HC? Seien wir uns ehrlich, du tust jetzt nicht telefonieren, wenn ich mit dir rede. Na wirklich, ich meine, die große Koalition, da gewinnen, das ist ja wie gegen wackerer Torschießen. Ja, entschuldige bitte, die ÖVP, die österreichische Versagerpartei. Ja, Moment. Den Bock hat nie eingeschossen, das war ein anderer Bock. Der Busseck, der Exoport, hat das selber gesagt. Und die SPÖ, die Sumperer Partei Österreichs, ja. Die zwei waren keine starken Gegner. Wirklich. Ich muss euch echt sagen, bitte reißt euch zusammen. Ich sage mal, Thomas, bitte, Herr Landesamt, reißt euch zusammen. Ne?
dass noch ein Nationalratswahl, gell? Dass nicht unser Gauderburg mit 8% mehr geheult hat, als wir von euch vorne für die Großkoalition Mandate kriegen. Entschuldige bitte. Naja, fast hat der Herr Mölzer ja den Herrn Stach in die Quere gekommen, gell? Ja, ich weiß eh, Das ist zart, ja. Aber der Mölzer, der hat auch einen ganz schönen Bogen geschossen. Wer hat denn gesagt, die EU ist eine Diktatur? Da muss ich das einmal geben. Aber das ist als Kritik wirklich falsch aufgefasst worden. Weil der Andreas Mölzer, der mag Diktaturen. So schaut's aus. Und meine lieben Herrschaften, das mit dem Negerkonglomerat, was der Andi da gesagt hat, das war dem HC auch noch gleich gewesen. Aber das mit dem Alaba, Entschuldigung, das hat den Andi aber wirklich das Knack gebrochen. Na bitte, und das ist doch da eine Frechheit. Ich meine, so gute Fußballer haben wir nicht so viele. Die können schon nachher da zählen. Die Spitzensportler, da kann man sich doch mit dem Alaba nicht verscherzen. Gell, Günther, how do you do? Schön, was. Schön, dass du da bist. Aber auch ohne Mölzer müssen die Freiheitlichen aufpassen. Ja, das gilt jetzt an dem Tisch, der so laut schreit, gell? Dass sie die anderen nicht alle rechts überholen. Weil rechts, meine lieben Leute, da führt es zum Stillstand. Rechts, da ist der Pannenstreifen. Ja, HC, mit dem ist jetzt nicht gerechnet. Na, aber Rechner, das ist sowieso eine Sache für euch, gell? Bei den Grundrechnungsarten, da brezelt es euch auch ganz scharf. Ja, zum Beispiel das Adiensubtrahieren, das hat der Jörg Haider auch schon nicht zusammengebracht bei der Hypo. Ja, ich meine, Hurchezahlen ist okay, aber wenn ein Minus davor steht, dann ist das geschissen. Ja, und das Differenzieren, HC, das bringt es bei manchen Meinungen ja auch nicht zusammen. Oh Gott, und dann noch das, was fehlt jetzt noch für Rechnungsart? Das Integrieren. HC, ich sag nur, daheim statt Islam. Ach Gott. Aber lassen wir das mit der Bundespolitik leiten, weil über Leichen soll man bekanntlicherweise nicht schlecht reden. Kommen wir mal lieber ins schöne Land Tirol. Und wir sind ja da heute beim Feiern. Deswegen hebt jetzt einmal die Kriegen auf. Ich hoffe, es habt was drei. Und singst mit mir. Ein Prost mit harmonischem Klange. Oh! Ein Prost mit harmonischem Klange. Ein Prost mit harmonischem Klange. Klange, stoßet an, stoßet an. Prost! Oh mein Gott, Tirol! Ist das nicht schön, ha? Und bei uns in Tirol, da verschwinden nicht irgendwelche Sachen in irgendwelche Löcher. Nein! Bei uns passiert das Gegenteil. Es wächst alles und gedeiht. Ja, das liegt an der brutal vitalen Alpenluft. Dass die Skipisten gewachsen sind, wenn die Oberforst zu schmarrt, du kommst vom Himalaya daher. Ja, dass die Almflächen gewachsen sind. Dass die Förderungen gerade so klingeln mit den Almglocken. Dass das Ego von einem Agrarfunktionär gewachsen ist, bis auf den Himmel. Mei, die beiden Josefs, der Geisler und der Hechberger, na, die haben einen Haufen zu tun gehabt, um den ganz schön zu stutzen. Ja, meine lieben Herrschaften, Tirol mit seinen schützenswerten Landschaften. Jetzt schauen Sie sich einmal an, ob die Parteilandschaft auch so schützenswert ist. Ja, ich muss sagen, ein Biotop ist sie allemal. Manchmal sogar der reinste Sumpf. Und einen haben wir da, so einen ausgewanderten Politiker, der sich mit den Sümpfen ganz gut auskennt. Wo ist er denn?
unser prominentester Politexport, der André Rupprechter. Wo ist der Eischer? Okay, servus, an dir gebe ich jetzt gleich die Hand. Servus, und ich da hochziehe. Du ziehst alle ins Verderbnis, wenn es so weiter geht. Nein, also das muss ich sagen, der gefällt mir. Ja, der ist ja gleich in den ersten Minuten in Wern aufgefallen. Ja, beim Angelöbnis, ne? Ja, das hast du denken können, dass das halt aus dem Brotschmier kriegst, gell? Ja, das hat er schon gewiss. Ich gelobe, so wahr mir Gott helfen beim allerheiligsten Herzen Jesu Christi. Ich sag dir eins, André, das ist reichlich Retro, würde ich sagen. Aber entschuldige bitte, das Ersatzprogramm, ne? Der Vorschlag mit der Homo-Ehe. Ich, der Bog, habe mich lang gefragt, wie die zwei Sachen zusammenpassen. Ich meine, die Begriffe Homo und Hetero, vielleicht hast du das durcheinander gebracht, kann ja leicht sein, oder? Nein, es gibt ja schon ein paar Wörter, die Politiker gern vertauschen. Zwei Worte möchte ich da sagen, das sind die Worte Brutto und Netto. Ja, die klingen auch so ähnlich, gell? So, jetzt tue ich noch mal ein Schlick, weil ich werde drücken. Jetzt kannst du die ganze Zeit saufen, du musst reden. Zum Wohl! Ja, ja. So! Die Geweihheimwaffe im Arsenal der ÖVP! Wer ist das? Die Beate Ballfrader! Jawohl, meiner! In Bildungspolitik hat die Tiroler das Ballfrad neu erfunden. Na bitte, was die Frau alles kann, jetzt wird das alles, was die alles hat, das soll ich mir gar nicht merken können. Jetzt pass mal auf. Landesrätin AB-Obfrau, Bundesopfer, stellvertretende Landesschulpräsidentin, ÖVP-Bezirksopfrau, bla 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 bla. Sag einmal, na, was ist denn mit Buch? Bravo, bravo, dass die Frau auf alle Hochzeiten tanzen kann, das hat ja nur damit zu tun, man kriegt. Sie ist geklont. Ja, na wirklich, was bei der Dolly, dem Schaf, begonnen hat, ja, das findet jetzt bei der Ballfrau ja, den Höhepunkt. Ja, ich frag mich allein, das geht jetzt da um identisch, gell. Was macht der Rest der Landesregierung? Das ist mir ein Rätsel. So, meine Lieben, jetzt könnte man eigentlich was feiern. Ein Jahr, fast ein Jahr ist her, dass die schwarz-grüne Landesregierung in Amt und Würden ist. Na, bitte, Gosch, da haben Sie zwar gefunden. Naja, also, ich meine, die öko-bürgerliche Ehe, die funktioniert, die läuft so, hä? Herr Landeshauptmann, wie heute so eine Ehe läuft, oder? Ja, nein. Also manchmal blattert es euch bei den Themen so richtig hin und her, dass grämt sich wird's. Ja. Und nebenbei mir es aufpassen, dass die grüne Basis nicht völlig ausflippt. Ja. Aber jetzt sind die Flitterwochen schon langsam vorbei. Ja. Jetzt ewig wird es nicht mehr gehen. Über Verkehr, über Wasserkraft und über die Seilbahnen nicht zu reden, Herr Landeshauptmann. Ja, ja. Na, ihr könnt ja leider hoffen, dass wir in nächster Zeit nur einen Eheberater und keinen Scheidungsanwalt haben. Gell? Aber die Ruhrden, gell? Die waren ja handsam früher, Herr Landeshauptmann, im Vergleich zu den Grünen. Weil die Grünen, die denken nie, das seid ihr es gar nicht gewohnt. Ja, und? Entschuldigung, bitte. Ich will ja da ja nicht zu nahe treten. Aber es ist schon ein bisschen die Wahrheit. Die SPÖ zum Beispiel, über die darf ich ja gerne was Positives sagen, mir fällt nichts ein. Die Latte liegt dermaßen tief, dass man sie gar nicht sieht. Der einzige wirklich, der was tun kann für die SPÖ und die Partei wieder auf Vordermann bringen, das ist der Klaus Gasteiger. Aber der darf ja nicht. Das ist ja ein Ex. Ja, ist er denn heute da, der Gasteiger Klaus? Ah, da ist er! Klaus, das freut mich, dass du da bist. Wenigstens noch ein zarter Hauch von sozialistischem Abendrot bei uns im Zell.
Ja, deswegen, meine Herrschaften, lehnen wir uns entspannt zurück und genießen die letzten roten Strahlen. Zum Wohl. Prost! Prost, Kamerad! Prost, Prost, Kamerad! Wir wollen einen heben! Na wunderbar, auf die letzten roten Sträume. So, da war's ja. Jetzt geht's weiter mit Loben. Nicht entspannen kann man sie allerdings, ja, bei der Bürokratie im Land. Aber was sag ich doch, das wisst ihr eh selber. Oder findet ihr das normal, dass bei einem Golfplatz 25 Gutachter her müssen? Entschuldigung, das war ja bei einem kleinen Golfplatz fast 3 Gutachter bei einem Loch. Das gab ein Glücks, oder? Oder findet ihr das normal, dass zum Beispiel wie beim Wasserkraftwerk in Kühltal 12.000 Seiten Aktennotiz, 40 Akten und jetzt hoch kurz zu 550. 550 Pläne erstellt werden müssen. Ja, sag mal, spinnt es. Wenn es das ganze Papier unzins, ja, da könnt ihr ja ein kalorisches Kraftwerk damit betreiben. Und Leute, es wisst es eh, weil es Zeitung lest. Aber die Solarförderungen, Entschuldigung bitte, da haben die Betriebe, ja, die Betriebe haben in Lichtgeschwindigkeit einreichen müssen. Und wisst ihr, wie lange sie Zeit gehabt haben? 1 Minute 45 Sekunden, da waren nämlich die Töpfe mit den Fördergeldern leer. Das ist Holzverarsche, das sag ich euch. In Bob 3 Geschwindigkeit, da hat er sie beim Raumschiff Enterprise. Ja. So schaut's aus. Jetzt kommen wir mal zu den Mittelbetrieben. Die Kleinunternehmen. Da sag ich euch jetzt einmal so viel. Wie die hin und her gejagt werden, mit den Formularen, ja, mit den Gutachten und so weiter, das wisst ihr alles. Ja, eine Bank müsstet man halt sein. Eine große, wie die Hypo. Die Hypo, die unsere ganze Zukunft in die Adria versenkt hat. So schaut's nämlich aus. Ach, wisst was? Da geht einem der Knorrturm überhaupt nichts mehr an. Ich hab so einen Zuhörer. Man kann so richtig missbauen, aber so richtig groß. Weil es lohnt sich. Für ein paar zumindest. Jeder Fonds ist recht, um das Geld zu parken. Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten. Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus auf Schnee und Sand. Und Zinsen rauben mir den Verstand. Doch irgendwann werde ich vom Glück verfolgt und komm zurück mit den Taschen voll Gold. Doch irgendwann, da stellen sich die Verluste ein. Und irgendwann fangen alle an zu weinen. Doch wir grillen die Mamas kochen und ich sauf Bier. Was soll's? Das Geld, das war doch nicht von mir. Und am Ende der Bilanz ist es rot, juhu. Große Budgetlöcher liegen on the way. Mir fehlen 10 Milliarden, meine Welt ist schön. Die Banken kommen vorbei, ich brauch nicht rauszugehen. Hooray! Hola, yeah! Und am Ende der Straße ist das aus, juhe. Hohe Schuldenbergen, nur mal so bei der Weh. Mir fehlen die Milliarden, na was ist das schon? Nur noch ein paar Jahre und ich bin davon. Hurra! Ja. Ja, meine Lieben. Es ist sehr traurig. Oder? Findest du es nicht traurig? Mit der Hilfe.
mit der Alpe. Der Wahnsinn. Aber wisst ihr, was lustig ist? Ha? Alle finden es traurig und die Politiker, die nicken am meisten. Davor, ja, das nickt am meisten, das ist gut. Mir habt's nicht umgestellt. Ach, Leute. Dafür ist die Gambrinus-Rede gut, aber jetzt lassen wir das. Kommen wir mal zum Höhepunkt der Gambrinus-Rede. Jetzt kommen wir ins liebe, schöne Zillertal. Pass auf. Leute, wir kommen jetzt ins Zillertal. Passt auf, hört gut zu. Das Zillertal ist kein Tal. Das ist Leinhardt. Lauter! Scherlenhardt langt sein Tränen, aber Schneid muss er kommen. Ja, was soll, geht es lauter? Scherlenhardt langt sein Tränen, aber Schneid muss er kommen. Meine Lieben, habt euch einmal die scheren Frauen angeschaut. Deswegen sollte das der Höhepunkt sein. Hebt euer Glas und stoßt einmal an auf den schönen Feuerleute, die heute da sind. Ich weiß nicht, wo die alle herkommen sind. Auf unsere Frauen! Zur Mitte, zur Ditte, zum Sack, zack, zack. Ich darf das sagen, ich bin im Boden. So, meine Lieben, das Zillertal und die Krim. Ha? Na, habt ihr so Glück, dass die in Berlin alle schlafen. Na, wenn die nämlich, die Deutschen, in der Hochsaison, da in Zillertal ein Referendum machen darf, ja, oh, so wie der Putin jetzt auf der Krim, ne? Ich sage euch eins, 90% Zustimmung für Deutschland. Am nächsten Tag war die Bundeswehr. Ja. Und auch den Putin mal im Feuerzeug gut im Zillertal. Ja. Oh, weil ihm der Planungsverband so gut gefällt. Das ist schön, heimlich gut. Ja, alte, gute SSR-Planwirtschaft. Hans-Jörg Jäger, guter Mann. Ich sage Bettenstopp, super. Solange ich bei Nachbarn. Die Idee umeinander geflogen sind und gejagert sind und wildert und wart, bis ich auf der Skipiste endlich mal einen Arsch schieße. Das ist ja nicht normal gewesen. Und na, was war nur? Beim Tourismusverband ausgerechnet, da die Buchhalterin, die hat angewildert in einem anderen Konto. Bitte bist du deppert. Na, was im Arsch? Das wird nicht so arg wie bei der Alpe, gell? Na, bitte, bitte. Aber was sind denn schon 1 Million? Das ist ja ein Griff in die Handkasse. Aber ihr könnt alle beruhigt sein, das Problem wurde typisch österreichisch gelöst. Der Obmann, der Verband, der Geschäftsführer, alle sind noch da. Ja, weißt du warum? Weil Rücktritt, das ist ein deutsches Wort, kein österreichisches. Ja, so schaut's aus. Ja, danke schön. So, jetzt weiß ich mal, wie es euch Politiker geht, wenn ihr so lange reden halten müsst. Ihr seid ja ganz trockener. Ja, ja, ja. Aber es kommt man nur meistens heiße Luft und Stab aus. Deswegen. So, und jetzt, meine Lieben, gestritten wird in Zillertal auch noch. Ja, wie heute halt überall, ne? Hauptsächlich wegen der Zillertalstraße. Und das schon seit Jahren. Aber das hat sich erledigt, sobald die Gäste wieder draußen sind. Und das nennt man ein innovatives Verkehrskonzept. Das gibt es auch in Zillertal. Und gestritten und gehasst wird auch immer noch. Ja, der Höhe, glaube ich, der hasst. Also, wo ist er denn der Höhl? Höhl, wo bist du denn? Ah, da ist er! Gell, der Höhl, ja, ich sag nichts, was du nicht eh schon hast. Der Höhl, der hasst den Gasteiger, alle aber nur vermutlich. Nein,
Obwohl, jetzt nehmen wir die Uhr nicht. Ach so, na passt sie. Aber weißt du was, du tust mir echt leid. Du hast echt einen herben Verlust erlitten. Na, was das Nationalratsmandat? Dass das futsch ist. Na, mit Österreich, da kannst du echt mit nichts rechnen. Ich glaub ja sogar, das war eine nationale Verschwörung. Dass die das Wissenschaftsministerium aufgelöst haben, nur damit sie die Aussichter haben. Ja! Woi! Ich sag nur so viel, da hört sich doch alles auf! Meine Lieben. So, jetzt haben wir es überstanden. Eh ist einmal auf alle Fälle. Ist euch was aufgefallen? Ist euch was aufgefallen? Im Zillertal ist nicht anders wie anderswo. Es wird geliebt, es wird gehasst, es wird gestritten, es wird versöhnt, es wird gebaut, es wird blockiert, es wird Skifahren und es wird Golf gespielt. Nicht? Also geht's euch alle gut. Und deswegen sind wir auch da, weil heute lassen wir es uns gut gehen und den ganz normal feiern. Und ganz normal trinken. Ich bitte nicht, dass die letzte Flasche, die heute umfliegt, dass ihr das selber seid. So, meine lieben Herrschaften. Und jetzt würde ich sagen, lass mal Tirol und sein Gauderbock hochleben. Umringt die Heimat, mein Tiroler Land. Die Politik erstrahlt in ihrem Glanze und setzt so manches mit Vollgas in den Sand. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Oder? Gleichen Takt und auch im festen Schritt. Selbst wenn wir jammern und auch heftig streiten, am Schluss sind wir dann alle wieder quitt. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Alle! Wahnsinn! Väter, wir beschützen, wir stehen zusammen, furchtlos und getreu, André, und bei dem Herzen Jesu wir geloben, wir bleiben unserer Heimat immer treu. Du bist das Land, dem wir die Treue halten, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Alle zusammen!